Hallo und herzlich willkommen hier auf lyrella.de. In einem heutigen Video möchten wir uns um Ober- und Untersummen kümmern. Doch zuerst, welche Frage baut eigentlich darauf auf? Wir stellen uns die Frage hier, wir möchten die Fläche unter einem Graphen berechnen. Das geht noch recht einfach, wenn die Funktion konstant ist, also wenn die Funktion 1 ist, also direkt hier so rüberläuft, dann können wir natürlich da einfach ein Rechteck ansetzen und das berechnen. Oder wenn wir die Winkel halbieren, da haben die erste, also y gleich x, dann ist das ein Dreieck, das können wir auch noch eins gleich berechnen. Der erste schwierige Fall ist f von x gleich x². Und jetzt will ich darunter die Fläche einfach ausrechnen, sagen wir von 0 bis hier zur 2. Also diese Fläche unter dem Graph hier, diese möchte ich berechnen. Dafür kennen wir jetzt keine Formel aus der Geometrie, wir müssen uns also hier irgendeine andere Lösung suchen. Und dann sagt man sich, naja, fangen wir doch einfach an, diese Fläche hier in kleinere Flächen aufzuteilen. Wir fangen an und nennen das mal Untersumme und sagen, wir machen daraus vier gleich große Unterflächen. Das heißt von 0 bis 0,5, von 0,5 bis 1, von 1 bis 1,5 und von 1,5 bis 2. Also diese vier Flächen hier. Und da sagen wir jetzt nun einfach, wir nähern uns dieser Fläche und berechnen die einfach so, als wären es Rechtecke. Das heißt, wenn ihr das hier drüben ist einfach 0 und hier immer den kleinsten Wert der Funktion nehmen. In dem Fall bei uns ist der linke Rand. Und jetzt berechnen wir diese vier Flächen hier. Und dann addieren wir diese vier Flächen auf und nennen das die Untersumme. Und dann indizieren wir das mit einer 4, damit wir wissen, wir hatten vier Unterflächen. Also das wäre U4. Vier Unterflächen. Wenn ich jetzt natürlich das in 6 Teile aufgeteilt hätte, hätte ich halt U6 da stehen. So, was muss ich hier machen? Naja, man nimmt zuerst die Breite dieser Flächen. Die ist immer genau gleich. In unserem Fall 0,5. Oder allgemein kann man das ausrechnen, indem man sagt, oben steht die Breite der Fläche, also von hier bis hier, das ist die Breite, also in dem Fall 2, durch die Anzahl der Flächen, also Breite der gesamten Fläche, das ist hoch, durch die Anzahl der Unterflächen, also 2 durch 4. Und dann multipliziere ich das einfach mit den Höhen. Naja, Breite mal Höhe, Breite mal Höhe, Breite mal Höhe, Breite mal Höhe, so kriege ich diese Fläche ausgerechnet, die Einzelfläche. Und jetzt klammer ich sozusagen die Breite einfach aus und jetzt muss ich nur noch die Höhen alle aufaddieren. Die Höhe hier drüben ist einfach 0 ins Quadrat, der Funktionswert also am linken Rand. Dann der Funktionswert an diesem Rand, also der f von 0,5, also 0,5 ins Quadrat. 1 ins Quadrat und 1,5 ins Quadrat. Wir haben also hier die Untersumme, ist immer der linke Rand, weil die Funktion immer links am niedrigsten ist. Hätten wir hier eine andere Funktion, die irgendwie so abfallend werden müsste, weil immer den rechten Rand nehmen. Das muss ich also sofort überlegen, wo ist eigentlich der niedrigste Bereich in diesem Teilabschnitt. Und jetzt, wenn ich es ausmultiplizieren würde, würde ich ja sehen, das sind immer die erste Fläche, die zweite Fläche, die dritte Fläche und die vierte Fläche. Nun rechnen wir das mal aus. Hier vorne steht 1,5, wenn ich es gekürzt habe, mal 0 plus 0,25 plus 1 plus 2,25. So, das gibt also 1,5 mal 3,5, gibt also 1,75 Flächeneinheiten. Was wir wissen, diese Fläche ist ja wohl eindeutig zu klein. Es fehlen uns immer diese kleinen Bereiche hier. Wir können ja einfach sagen, dann nehmen wir eine Obersumme. Die Obersumme ist nun analog. Wir nehmen also immer den höchsten Funktionswert in diesem Unterbereich. Das heißt, hier sind es diese rote Flächen aufaddiert. Ihr seht, die roten Flächen sind insgesamt etwas zu groß. Das heißt, die Obersumme muss größer sein als die Untersumme. Und der wahre Wert liegt irgendwo dazwischen. Also auch hier sagt man dann O4 für Obersumme mit 4 Unterflächen. Auch hier ist die Breite wieder gleich. Das ist der einzelne Unterabschnitt. Die gesamte Breite 2 durch die Anzahl der Unterabschnitte, also 2 geteilt durch 4. Und jetzt müssen wir immer den rechten Wert nehmen, den wir aufordnen. Also fangen wir hier an mit
0,5 ins Quadrat plus 1 ins Quadrat plus 1,5 ins Quadrat plus 2 ins Quadrat. Nun auch wieder ein bisschen Rechenarbeit. Also 0,25 plus 1 plus 2,25 plus 4. Also 1,5 mal 7,5. Wenn man das jetzt ausrechnet, 1,5 mal 7,5 sind wir bei 3,75. Wir wissen also, die Fläche A unter diesem Graphen x² muss irgendwo dazwischen liegen. Also A ist auf jeden Fall kleiner als 3,75 und es ist größer als 1,75. Was man jetzt hier machen kann, wir können doch einfach sagen, ihr seht, es ist sowohl hier immer ein bisschen mehr drüber und hier ein bisschen drunter. Wir können versuchen, den Mittelwert einfach zu bilden und sind dann sicherlich noch näher dran. Also mit dem Mittelwert, ich nenne es mal m quer, aus Obersumme und Untersumme. Mittelwert heißt, wir addieren die beiden auf und teilen durch 2. Da kommen wir genauer hin. Also, was haben wir? 1,75 plus 3,75 geteilt durch 2 und es gibt 2,75. Und diese 2,75 ist dann auf jeden Fall schon etwas genauer. Wir können noch mehr Genauigkeit erreichen, wenn wir einfach mehr kleinere Flächen nehmen. Umso genauer werden wir, denn umso kleiner wird der Fehler hier jeweils. Und das ist der Trick dann. Man kommt dann irgendwann zum Integral, indem man einfach dieses n, diese Unterabschnitte gegen unendlich geben lässt. Das könnt ihr euch in anderen Videos anschauen. Nun, danke, dass ihr hier reingeklickt habt. Wir suchen uns bald mal wieder und bleibt uns gewogen.